Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet. Ich habe zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Soeben ist es passiert. Werder hat das dritte Trikot vorgestellt. Und das schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Ihr wisst ja, ich bin gerade noch im Urlaub, deswegen kann ich es nicht so einblenden. Ich zeige es euch aber jetzt gleich mit einem anderen Handy dann praktisch. Also wir können uns trotzdem gemeinsam angucken. Im Prinzip ist das Beste, was ihr machen könnt, dieses Video anhaben und dann parallel das Trikot auch aufhaben. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Vorab muss ich schon mal sagen, dass das dritte Trikot meistens mein Lieblingstrikot ist, weil ich diese dunklen Farben eigentlich immer sehr mag, also prinzipiell sehr mag. Damals, wo wir eben 2009 ja auch das weiße Citibank-Trikot hatten, was mein absolutes Lieblingstrikot ist, was ich ja leider nicht mehr habe, aber ich habe es ja noch in Schwarz, das habe ich mir im Nachgang erst, ist ja noch gar nicht so lange her, geholt in Bremen. Ich glaube, so ein Werder-Trikot-Markt, richtig geil. Genau, das ist Schwarze mit dem grünen Streifen und der Raute hier in der Mitte. Da fand ich zum Beispiel auch das Schwarze unglaublich geil. Das weiß halt auch, aber die haben bei beiden die Raute in der Mitte gemacht. Ich habe jetzt aber schon gesehen, dass hier die Raute nicht in der Mitte ist. Das heißt, sie machen es diesmal anders als damals, dass nicht alle Trikots dann die Raute in der Mitte haben. Wir schauen auf jeden Fall jetzt drauf. Ihr schreibt eure Meinung jetzt direkt mal zu Beginn unten in die Kommentare rein. Lasst ein Däumchen da oben da und gerne auch ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Also, wir gehen erstmal auf die Story-Posts von Werder. Und da sehen wir, es ist erstmal das hier rausgekommen für Flutlicht, Shirt-Trikot. Und dann sehen wir als erstes auch Niklas Stark, den Mann mit Alvero. Alvero, finde ich, steht das Trikot auch wieder sehr gut. Bittencourt, den Mann und Stark im Aufzug. Und dann eben der Post dazu, das fand ich übrigens sehr, sehr geil, von Skelly Alvero. Ja, was gibt es zu dem Trikot zu sagen? Also jetzt ist, wie gesagt, der Zeitpunkt am besten, wenn ihr das Trikot euch auch parallel aufmacht, weil ich das dann so selber angucke, während ich euch was sage. Ich hoffe, dass das so passt. Ihr wisst ja, dass ich das sonst anders mache, aber das ergibt sich ja jetzt gerade so am besten. Also ich muss sagen, ich muss, glaube ich, erstmal warm werden mit diesen bläulichen Streifen. Ich weiß, das soll wahrscheinlich irgendwie da irgendeine Farbpalette sein, die da nicht blau ist, aber für mich als Autonormalverbraucher sieht das einfach blau aus. Ich denke, dass das die Flutlichter sein sollen, so in Anführungszeichen, aber es wirkt halt eben sehr blau. Es ist wahrscheinlich dieses Mint in Anführungszeichen. Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man die Raute bei der gleichen Farbe lässt. Also ich hätte, auch wenn es optisch nicht immer so passt, dann die Farbe zu lassen, aber ich bin immer ein Fan davon, wenn die Raute immer grün bleibt. Unsere Werder-Raute ist unsere Werder-Raute, bitte lass die grün. Das ist immer so mein, ist aber Geschmackssache. Es gibt auch viele draußen, die sagen, nee, passt die da den Trikot an? Gar kein Thema. Ist nur, jetzt wie gesagt, mein Geschmack. Dann muss ich sagen, ist zumindest das wie erwartet. Es ist halt eben sehr dunkel. Auch da sind wieder so kleine Muster. Wenn man richtig ranzoomt, sieht man das auch ganz gut. Ist ähnlich wie bei dem Heimtrikot. Aber von weiter weg wird man das einfach nur als dunkel sehen. Das Matei, muss ich sagen, haben die sehr, sehr gut gelöst. Dass die das in diesen Trikotfarben gemacht haben, also in diesem Blauton, ist einfach sehr, sehr gut und smart gelöst. Sieht aus wie so eine Schattierung. Sehr, sehr geil. Nur gefällt mir, wie gesagt, die Farbe, also diese bläuliche Farbe halt überhaupt nicht. Ich finde, das hat auch nichts, also das passt nicht zu Werder, das hat nichts mit Werder zu tun. Ist aber nochmal auch ganz wichtig da, ne? Ist alles Geschmackssache, ist nur mein Empfinden. Wird mit Sicherheit draußen ganz viele irgendwie super geil finden. Das Schwarze von dem Trikot zum Beispiel finde ich auch sehr, sehr cool. Kann auch sein, dass ich im Laufe der Saison damit ja auch noch absolut warm werde. Dass sie die Raute wieder außen gemacht haben, ja, ich hätte mich irgendwie gefreut, wenn man bei allen drei Trikots jetzt die Raute dann auch in der Mitte lässt. Und so in die Saison geht. Ich glaube, das hätte auch nochmal so ein bisschen den Euphorie-Faktor ein bisschen größer gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Trotz dessen, ich glaube, gerade von weiter weg ist das Trikot sehr, sehr schön. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde diese schlichte Designs eigentlich oftmals auch besser. Ich mag gar nicht so dieses, wenn die dann da so 80.000 und dann musst du erstmal gefühlt einen Katalog aufschlagen. Ja, das hat die Bedeutung, das hat die Bedeutung. Am Ende gucke ich mir ein Trikot an. Und entweder finde ich es optisch schön oder nicht. Die Bedeutung kann ja immer mal, jetzt in dem Fall das Flutlicht sein oder weiß ich was, ne? Oder jetzt beim Heimtrikot die Bremer Speckflagge, wobei die schon sehr eindeutig ist, dass man die sieht. Aber
Jetzt Leute, die, zum Beispiel ich selber wohne ja auch nicht in Bremen. So, ich beschäftige mich nur jeden Tag mit Bremen, Werder, Strich. Deswegen habe ich es gesehen, aber ich glaube, dass auch viele Werder-Fans gar nicht sofort die Speckflagge darin gesehen haben. Übrigens, guck mal, mein neues Tattoo. Das sticht ja hier richtig aus. Geil. Wenn ihr übrigens mein neues Tattoo sehen wollt, checkt bitte gerne meinen neuesten Instagram-Post ab. Das wäre sehr, sehr geil. Knutscher an alle, die dann Däumchen da oben oder Like da gelassen haben. Ihr wisst, was ich meine. Ja, alles in allem. Schatz, komm mal kurz raus. Müssen wir mal meine Frau natürlich auch fragen. Die ist jetzt noch halb am Schlaf, deswegen wird die wahrscheinlich nicht vor die Kamera kommen. Oder willst du doch? Okay, meine Frau kommt auch vor die Kamera. Was sagst du denn zu dem Trikot hier? Oh, sieht richtig gut aus. Ja? Ja. Was sagst du zu diesem Seitenstreifen? Das hat was. Ja? Ich finde schön. Ja? Wenn er Fahrrad fährt, dann wird man immer gesehen. Kann man auch so sehen. Was ist das jetzt für ein Trikot? Das dritte, also die Das haben praktisch das dritte dritte ist. vor dem Auswärts gebracht. Ja, Das aber. Pokaltrikot praktisch. Ja, aber es sieht richtig gut aus. Ja? Ja. Seht ihr, und das ist das halt, was ich meine, ne? Es wird Geschmackssache sein, weil ich habe Genau. gesagt, zum Beispiel jetzt, ne? Für mich sind diese blauen Streifen halt, also es sind halt blau, weißt du? Das kannst du mit meinem Kopf nicht machen, so. Da denke ich an ganz andere Vereine, Ja, aber nicht leider. an Werder. Und ich mag es halt nicht, wenn die die Raute in einer anderen Farbe machen. Aber Nee. es passt zum Trikot, sage ich ja Ja, auch, es passt ne? mir in den blauen Streifen da Genau, rein. ja. Deshalb passt das. Aber Dieses also, Matthäus ist auch gut gelöst, finde dieses ich. Mattei ist geil. Ich finde es schade, dass die Werder-Raute wieder an der Seite ist. Ja, Weil das ich habe ich hätte auch es gerne gesagt. in der Ja, Mitte. seht ihr, das habe ich auch gerade Ja. gesagt. Und aber sonst, ja, es ist komisch, dass die Werder-Raute da in der anderen Farbe ist, aber es passt halt wirklich optisch. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde es jetzt nicht als Trikot sehen, sondern so als Fahrradtrikot, wenn man Fahrrad fährt, damit man gesehen wird. Aber es Also sieht gut wieder so aus. Muster wie bei dem Heimtrikot, ne? Siehst du Ja, diese ja. eingedingsteten? Ja. Hast du das Heimtrikot eigentlich hier Ach, gerade? das ist für Flutlicht, die Ja, Dinger also, gemacht. Ach, ne, krass. also für besondere Events sozusagen, dann Topspiele oder halt eben DFB-Pokal. Hast du das Heimtrikot gerade hier? Nee, ich hole das eben einen Moment. Ah, okay, also haben wir es doch hier. Dann holen wir das mal grad ganz kurz, um nochmal so ein, zwei Sachen kurz zu zeigen. Also, da habt ihr jetzt auch mal so eine Meinung jetzt einfach von meiner Frau, die ist wirklich vor 5 Minuten aufgestanden und hat das gesehen. Und ihr hört schon, wir sind alle irgendwie hier erkältet. Okay, alles auch übertrieben, nur meine Frau und ich. Meine Frau hat mich angesteckt. Ich hoffe aber, dass es eigentlich heute Morgen besser wird. Wenn ihr Tipps habt, um schnell gesund zu werden am Meer, schreibt mir gerne. Ist das gut, jetzt übrigens am Strand dann zu liegen oder eher nicht? Schreibt es mal rein. Und mit meinem Ohr muss ich ja auch immer noch. Boah, beim Ohr bin ich so. Ich bin so gespannt und ich bin sehr froh, wenn ich da wieder dann zu Hause bin mit dem Ohr. Jetzt kommt aber das. So, guck Als mal. ob ich ohne mein Hier Trikot jetzt. in den Ja. Urlaub fahre. Hier sieht man halt wirklich, hier ist halt dieses Muster, ne? So, das haben die halt auch da wieder so eingraviert. Aber ich finde halt, hier ist die Raute in der Mitte besser platziert. Hier gibt es ja auch die Seitenstreifen, aber halt in weiß, ne? Das finde ich schon mal geiler. Das, was mich ja hier gestört hat, habe ich ja auch schon gesagt, hab, ist, dass Hummel am höchsten steht und nicht die Werder-Raute. Wenn du sitzt, ne, siehst du immer das Hummel. Die Werder-Raute ist halt noch weiter runter. Die ist ein bisschen zu tief. Die müsste dann ein bisschen höher sein. Aber das Trikot ist halt mega geil. Also das finde Ja. ich echt gigantisch. Auch hier Ja, genau. Da mit sieht man auch gerade, wo du es so gedreht hast, dieses Muster, dieses eingravierte extrem auch. Ja, guck, das ist so, genau. Da ist jetzt auch wieder so ein Muster mit drin. Also was findest du denn besser? Das ist jetzt trotzdem mal so Interesse mein halber. Heimtrikot. Das Heimtrikot ist besser als das blaue, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Und es ist oftmals so, dass ich eigentlich das dunkle, also das schwarze Trikot am besten finde. Entschuldigung. Okay. Aber in dem Fall finde ich das Heimtrikot auf jeden Fall geiler als das dritte Trikot. Jetzt bin ich sehr gespannt beim Auswärtstrikot, ob die da dann die Raute in der Mitte machen oder nicht. Soll übrigens auch in einem Weißdesign sein. Also das kann ich euch schon mal sagen. Ob die da dann aber die Raute in der Mitte ist, müssen wir mal auf jeden Fall gucken. Ne? Sieht aus, als ob ich so ein AirPod drin hätte, ne? Ja. Ich habe eigentlich gar nichts am Ohr, Freunde. Ich höre nur Musik während des Videos. Genau. So, das war jetzt meine Meinung dazu. Ich finde, es ist gelungen, sag ich mal. Das Lasst finde alle ich auch. gerne ein Däumchen oben da. Knutscher an alle, die den Kanal immer supporten. Schreibt rein, gute Besserung Gute an uns Besserung. beide. Ist klar. Und dann bin ich erstmal raus. Euer Nico. Ciao, ciao.